Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Get In Your Horizon. Es ist mal wieder Nacht und es ist doch schön, schlafen wir gleich mal zu Beginn. Ja, was haben wir in der Folge vor? Wir wollen heute den EBF drüben aufbauen und anschließen. Und noch mal Kleinigkeiten machen, wenn sie mir wieder einfallen, wenn wir sie definitiv machen. Genau. Ja, es ist nämlich wichtig, dass der EBF definitiv drüben jetzt sein, also nicht der da, sondern der andere erstmal sein Zuhause bekommt. Und wenn der angeschlossen ist und sauber läuft, können wir den auch umziehen. Genau. So. Das heißt jetzt für mich, also die Coils habe ich schon drüben, ich habe 8 davon. Ich brauche einen Output-Bus, einen Input-Bus. Und ich brauche einen Input-Hatch. Der da hat ja momentan schon HV drin. Mir reicht aber LV. Ganz einfach und klipp und klar, warum LV langt. 8, 16, 24. Ganz einfach. Da kommt ein Anschluss von unten mit Flüssigkeit. Und dann wird er ja die ganze Zeit aufgefüllt. Und ich habe noch kein Rezept gesehen, der wo sagt, er braucht mal schnell 8000 Liter. Und vor allem für das nicht. Das heißt, wir brauchen 3 Stück. Nein, wir brauchen 8 Stück und ich brauche noch Stainless Steel, 8 Stück. Und dann nehme ich mir auch gleich aus der Kabelfraktion sechs Zinnkabel und 2 Goldkabel mit. Dreh den nach hinten und sag zu dem, er soll mir das Poly reinmachen. Und haut das da rein. Gut. So, dann machen wir hier dicht. Gold raus. 8. Circle ist drin. Stahlplatten rein. LV Zinn rein. Fertig. Und auch fertig. So, wie gesagt, ich muss halt aufpassen, wie ich es mache. Wie gesagt, ich habe nur noch sehr wenig Stainless Steel. Aber ich habe Aluminium. Das meiste ist Aluminium, was ich brauche. Nicht, hab nichts gesagt. Okay, also, das heißt, wir haben jetzt unsere High Voltage Battery Buffer einfach. Genau, den schmeißen wir mal da rein. Das wird eventuell dann meine HV-Pumpe werden, die eine. Oder wir werden sehen, was wir damit brauchen. So, dann haben wir jetzt hier einmal, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. High Voltage Battery Buffer, den nehmen wir auch mit. So, dann haben wir gesagt, wir brauchen jetzt einen Hatch. In Klammern HV. Sensia Hatch. Dann hat es Stein gefehlt. Dynamo Hatch, Energy Hatch, nein. Oder ja. Oh, dann muss ich mir nochmal einen bauen. Medium Voltage Battery Buffer. Energy Hatch und wie heißt das Ding da oben in der Mitte? Muffler Hatch. Einen Muffler Hatch brauchen wir. Gut. Und Energy Hatch. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal. Oh. HV Energy Hatch. Ja, der, was, zwei, ich habe gerade 22 gelesen, wisst? Habe ich gerade geschielt? HE Coolant Cell, oh Mann. Das würde ich vergessen können. Eine 10K-Zelle in der Fluid Canning. Mit Helium. Wie komme ich an Helium?
Fluid Extractor Monazit. Endstone. Verdammte Axt. Das habe ich mir natürlich nicht angeguckt. Im HV Energy Hedge. High Voltage Coils, das ist auch kein Problem. Ja, Energetic Alloy vielleicht doch. Ich bin ja beim Überlegen. Momentan, ich will ja eigentlich hätte ja das Labor daneben aufgebaut. Ich bin nur beim Überlegen, ob ich nicht einfach provisorisch in das jetzt dann in das Stromhaus erstmal das mit reinmacht, dass ich mir mal meine Komponenten das erste Mal bauen kann. Weil, wie gesagt, HV Energy Hedge, die HE Coolant Cell, die hauen mich gerade aus der Bahn. Nobles Gas, okay. Endstone Dust haben wir halt nicht. Was bist denn du? Ein Aurora Slab, ein Aurora Block, ein Aurora Pillar und ein Aurora Slab. Ja, genau. Davon hätte ich gern, ich würde gerne eine Heliumzelle nehmen. Heliumgas, wie komme ich dich an dich ran? Ich habe gedacht, Helium war eins der Sachen, wo man Mobile bauen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe Helium noch nie gebraucht. In der Distillery kann ich Refinery Gas. Das ist eine Distillery, aber ich hab mein Mobile. Mit einer Distillery und Luft kann ich Helium herstellen. Also das heißt, eine Zelle ergibt ein Heliumgas. Geht das auch mit einer Zelle? Nein, ne? Okay, also das heißt, für eine Distillery so viel zu. Kriegen wir alles locker in der Folge hin? Nein. Das heißt jetzt, ich brauche jetzt aus der Abteilung erstmal hier 4 Stück. Ich brauche aus der Abteilung Silber. Braucht die blauen? Dass das mit denen nicht geht. Ich hab da langsam schon Bedenken, dass ich da irgendwas übersehe. Ja, aber das schaut nicht so aus. SMD-Resistoren, Fein Elektrum und Carbon Dust. Und Molten Polyethylen Assembler. Okay. Also, das machen wir jetzt als allererstes. So viel zu Poly haben wir genügend. So, dann brauche ich jetzt Carbon Dust. Und wenn ich Carbon wäre, wo wäre ich? Genau an der Stelle. Perfekt. Und Fine Electrum Wire war das. Hoffe.
Habe ich noch welche drin? Nö, ich habe gar keine mehr. Carbon. Ich mache erstmal nur 4 rein. Es läuft schon mal. Schaut richtig aus. So viel wie bei der letzten Folge gesagt. Ja, wir bereiten alles mal schon mal vor. Ja, hätte ich mal. Habe ich nicht. Also machen wir zusammen. Wir brauchen ja auch Füllstoff für die Folge und nicht nach 10 Minuten fertig. Tausend Helium. Ja, 32 SMDs. Die Hammer. Haben wir noch die Boards dazu. Ich hab gedacht, ich kann mit was habe ich eigentlich, wo kann man eigentlich die. Haben wir das nur bei die Gut? Ich kann nur die ersten damit machen. Wäre doch auch gut, oder? Nein, und da kann ich es ja auch nicht machen. Aber die habe ich schon mal fertig. Heißt jetzt, ich brauche davon, machen wir mal 8 Stück. Brauche auch mal wieder mal 8 Poly. So, Wafer. Ich habe wenigstens schon da drin. Unrelated Copper Cable. Das war hier. So, die mal soweit schon mal rein. Silver Bolts waren das. Und das Kabel war Gold, glaube ich, ne? Oder ne, Kupfer. Oder auch nicht? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ist ja nicht so, dass ich den erst vor kurzem gemacht habe, ne? Doch, Gold. Ja, der erste Gedanke ist meistens der richtige. Hinlegen, es ist rot geworden. Oder orangen. Das Lustige ist, tagsüber ist eigentlich dieses helle, also dieses kalte Licht. Und nachts ist das warme Licht. Nicht andersrum? Okay, so, dann heißt es jetzt, ich brauche die Advanced Distillery. Das heißt, ich brauche eine Pumpe, eine Steel Fluid Pipe, ich brauche 2 Glas. Pumpe. Glas.
Brauche eine MV-Maschinenhall. Nimm hier. Aber eins kann man ja schon sagen, ne, wir kommen langsam voran. Langsam, aber sicher geht's voran. Das ist, finde ich, das Wichtigste. Kupferkabel, Aluminiumplatten. Mal wieder zwei Poli, wollen wir so viele noch haben? Wir haben wir eigentlich noch. Ah, wir sind noch dreistellig, ist in Ordnung. Vom Maschinenhall. Auch hier. Ja, dann habe ich jetzt mal die Befürchtung, brauche noch zwei Kupferkabel. Und eine Steel Pipe. Die habe ich verdrängt. Weiß auch warum. Da kann ich momentan nicht große Sprünge machen, weil ich fast nichts mehr habe. Das ist auch das. Darum muss ja auch der EBF jetzt langsam aber sicher laufen. Damit wir da mal massenhaft was durchhauen können. Und wie gesagt, auch die Maschinen drüben mal dann arbeiten. So, die zwei haben wir durch. Kommt's dahin und ich habe eine Advanced Distillery. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich das alles noch da dran kriege. Also wie gesagt, ich kann es dann auch. Ja, das Problem ist, ich müsste es dann doch den EBF sozusagen abreißen. Welche den MV Energy Hedges, weil die baue ich nicht mehr, weil ist irre. Aber ich habe gerade festgestellt, dass ich noch irrer bin. Ich habe nämlich vergessen, ja. Noch einen Kompressor zu bauen, damit ich die Luft überhaupt da reinkriege. Das heißt, ich brauche jetzt einen. Ich brauche einen Kompressor. Das ist ja auch. Oh. Selbe Käse nochmal mit den Chips. Heißt, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal. Ja, aber dann wäre es ja auch nicht so schlimm, wenn das Helium dann auch läuft. Und falls der EBF dann doch schon der erste drüben stehen sollte, falls es wir nicht schaffen in der Folge, wäre es ja auch nicht schlimm, weil wir bauen ja noch ein paar. So. Ich brauche nochmal Alu. Nochmal Plastik. Und nochmal Kupferkabel. Okay, dann brauchen wir einen Kompressor. Ich bräuchte eigentlich zwei. Zwei Pistons, vier Kabel. Was weiß es noch? Ja, zwei Circuits.
Ja, weil mir gehen nämlich langsam auch die Boards aus. Wie gesagt, da muss ich auch aufpassen. Die habe ich ja wenigstens schon im Überfluss gebaut, aber die Boards habe ich halt noch nicht. Die Boards muss ich auch noch hinten aufbauen. Ist ja alles draußen gerade. Alles draußen, alles nicht da. Wobei, ich glaube, für die Boards. Nee, da gibt es auch Eisen-3-Chlorid. Ne? Das heißt, wir müssten das ja auch noch machen. Aber das könnten wir notfalls auch noch anders aufbauen. So, dann warten wir jetzt mal, bis der Kompressor fertig ist. Dann heißt es, ich brauche jetzt erstmal noch einen kleinen Tank. Basic-Kompressor hätte ich da. Genau, ein Ultra-Low-Voltage, der reicht mir. Eine Pumpe nehme ich auch mit. Kommst hier rein. Meine Dosen. Habe ich das da kann da rein. Mein Raw Rubber Dust müsste ja auch durch sein. Also ich kann mir mal schnell noch 7 Sulfo holen. Bis dahin ist er wohl dann hoffentlich wirklich fertig. Bin ja mal gespannt, ob ich irgendwann Maschinen hier rausschmeißen muss, weil ich feststelle, dass ich keinen Platz habe. Ich kenne mich. Schaffe ich bestimmt. Aber wobei, ich habe jetzt, also wenn ich mir auch hier jetzt anschaue, ne, also hier steht schon ziemlich viel. Ich habe sogar hier noch mir einen Unpacker gebaut. Was ja auch, also früher war es immer so, Unpacker. Kann ich mal dazu was sagen, der Unpacker war früher mal die Maschine. Apropos, ist mal dahin, weil die brauche ich nicht so oft. Der Unpacker war früher mal die Maschine, die hat dir halt das Ding gegeben und wieder zwar das Rubber wieder. Und dann wurde mir gesagt, der Unpacker könnte ja auch das andere Kabel machen. Wenn ich es aber im Maserator schmeiße, kriege ich es. Also, das heißt, der Maserator weiß, dass ich das benutzt habe. Oder ich bekomme halt nur Raw Rubber irgendwas raus. Muss ich mal testen, wie das mit dem anderen Kabel ist. Weil dann hätten sie es eigentlich auch wieder reinbauen können. So, meine zwei Circuits sind fertig. Advanced Compressor. Und ich habe eine Zelle, werde ich brauchen. Hoffentlich. Aber ich brauche ein Konduit. Habe ich die eventuell mit in die Pipes mittlerweile reingeworfen, so wie ich es vorgehabt habe? Gar nicht so doof. Nicht reichen. Weiß, dass irgendwo noch welche rumliegen. Immer wieder Nacht. Aber wie gesagt, man wird immer aufgehalten, wenn man halt nicht sich vorher Rezepte anguckt. Und dann erstmal Helium herstellen darf. Und ich habe dieses Coolant Cell ja auch noch nicht angeguckt.
was da noch auf mich zukommt. Ist. Okay, das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Kompressor. Der Kompressor kriegt eine leere Zelle. Muss mir hier mal schnell eine Batterie klauen. Weil ich das Kabel nicht dabei habe. Ich will es nur erstmal testen, ob es überhaupt so funktioniert, was ich vorhabe. So, dann wirst du nach oben ausgegeben und gehst in diesen Tank hier rein. Ja, da ist die Pipe falsch. Nein, die ist nicht falsch. Wir werden es gleich sehen. Das heißt, die Pipe geht jetzt nach oben und gibt 2000 Liquid aus. Und gut, dann heißt es jetzt, dann kommst du dahin und ich brauche dann noch eine Pipe. Das reicht eine kleine. Und da brauche ich dann die Conduits, weil ich möchte sagen, du gehst von unten, von oben nach unten. Wenn er das Richtige gesagt hätte, wäre es vielleicht auch passiert. Jawohl, das läuft. So, dann brauchen wir ein bisschen Kabel. Was für ein Kabel? Achtfach? Achtfach. Bisschen was. Den lassen wir da. 14 Stück haben wir. Könnte reichen, könnte nicht reichen. So, und dann bräuchte ich noch bitte eine Small oder eine Tiny. Eine Tiny reicht mal. Gut. Wir wollen ja weitermachen, ne? Also was ich jetzt da dann alles brauche, um Helium zu produzieren, vor allem ich brauche bestimmt noch ein Circuit, wie ich mich kenne. Genau. So, in der Distillery muss ich jetzt Helium herstellen. Helium. Das Helium mache ich in der Distillery. Mit dem Circuit Nummer 4. Das Lustige ist, irgendwann kann ich hier nicht mehr atmen, weil die gesamte Luft im Helium ist. Oder wir sprechen alle komisch. Ich kann das nicht so imitieren. Sehr lustig. Heliumsprache. So. Geht der nette Onkel mal runter.
schließt die Kabel an, wenn er nicht die ganze Zeit runterfällt. Das braucht er dafür länger. Ja, hört sich doch gut an. Da arbeitet was. Und wir haben unser Heliumgas. Einen ganzen Liter. Der muss nur 1000 Mal durchlaufen. Bis ich einen hab. Ist das nicht schön? Gar nicht aufwendig oder so, ne? Werkstatt, das heißt, ich habe irgendwo noch mehr einen Tank. Weil den schmeiße ich jetzt an einfach daneben. Und wenn er dann in 30.000 Runden durch ist, ja, wie gesagt, einfach mal schnell produzieren, vor allem schnell. Ich habe jetzt auf jeden Fall einen Dauerstromabnehmer. Ich habe schon 7 Liter Helium, 8 Liter Heliumgas. Durchläufe braucht er. Nicht schlecht. Ja, ich gehe mal und lass den werkeln. So, die Heliumzelle. Muss hier weg. Dann nach vorne, sonst sind wir alle taub. So, das war Hedge. AV. Da muss ein Stern hin. So, HV Energy Hedge. So, 60k Coolant Cell. Ja, das heißt, ich brauche das Heliumgas und ich brauche eine 10k Zelle. Eine 10k Zelle mache ich mit einer leeren Zelle und 4 Zinnplatten. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, ne, dass das aufwendiger wird. Auf jeden Fall. Seine Rezepte sind was für Folgen. Brauche ich definitiv 4 Stunden Folgen dann. Dass wir es in der Aufnahme sehen, wie es funktioniert. So, 10k Zelle. Die hätten wir schon mal. Low Power L-Pick. Bismuth Lens, Air Lens, Yellow Garnet Lens, Air Lens, ja, nee, kann ich vergessen. Bismuth. Bist du verrückt? Das wird jetzt der nächste, die nächste Hürde sein, wo ich drüber hüpfen darf.
Erlens. Okay, 9 Airshots. Ich glaub's ja. Habe ich jetzt kein Purified Air Crystal mehr? Ach, kommt schon. Verarschen kann ich mich selber. Ich habe Air Crystal Powder. Kann ich... Ja, haha. Schätze mal, ich darf gleich eine Maschine bauen. Mit Wasseranschluss. Ich habe noch keinen Wasseranschluss da drin. Verdammte Axt. Das ist Gold. Das ist er. Das ist er. Also ohne A. Weiß. Er war flach. Aber die flachen Witze passen wenigstens durch die Tür. Auch unten durch. Ja, Gott sei Dank habe ich diesen Maserator noch. Aber ich habe keine Ohrmasche. Ach Mann. Ah. Wisst ihr was? Ich bin jetzt ein Verschwender. Ein richtig permanenter Verschwender. Kann man ja auch schmelzen, kriegt man 9 Stück raus. So. Puh. Wird nicht mehr gewartet. Und überlegt. Nein. Langsam glaube ich, dass das Helium schneller ist als ich. So draußen, mehr ist im Helium. Okay, Kompressor haben wir schon mal gefunden. Ein MV-Cutter habe ich noch nicht umgestellt, ne? Ne. Hoffe, dass ich das auch im LV schneide. Ja, wobei dann einfach Batterie rein hinten und YOLO YOLO. Ja, dann produziere mal bitte. Genau, und jetzt das in die Lathe. Die steht schon wenigstens drüben. Hat er mal was ausgespuckt. Als hätte die Maschine gesagt, deinen Scheiß kannst du selber behalten. Die Latte? Ein Latte ist wo hier? Mir Latte.
dass man alles Latte benutzen kann. Latte Macchiato. Die Höhenlatte. Also beim Stabhochsprung. Beim Springen. Darf man ja die Latte nicht reißen. Habe ich gar nicht meinen Laser. Ah, da. Laser habe ich schon gefunden. Ja, ich kann mir auch mal den Wafer finden. Kann auch einen machen. Ich habe eine Airlens. Hervorragend. Wieder eine mehr. Ja, ich komme gleich wieder rüber. Bei den Cutter brauche ich jetzt auch gleich wieder. Wie viel brauche ich denn davon überhaupt? Ja. Nein, 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 nein. Das. Zwei Stück. Ja, vier kriegt man raus, Gott sei Dank. Ein Goldkabel im Maschinenhall. Es gibt mal Sachen, die sind einfach. So. Ey, sag bloß, ich brauche einen HV-Cutter dafür. Ja, aber bestimmt noch nicht. Da kann ja gesagt, dass das einfach ist. Ja, ich brauche einen HV-Cutter. Ja, ich habe nur jetzt nichts da und ich habe auch keine Circuits da. Also das heißt, HV-Cutter werden wir uns bauen. Wir werden das dann... Also, das kündige ich jetzt schon somit an, weil jetzt mache ich dann auch mal erst wieder eine Aufnahmepause. Meistens nehme ich ja pro Aufnahmetag immer so 3 Folgen auf. Zwischen 2 und 3 Folgen. Ich habe mir gedacht, ja, das wirst du ja noch schaffen. Energy Hedge wird ja nicht so teuer sein. Da habe ich Dream total unterschätzt. Weil sogar die Rezepte extrem angepasst hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Standardrezepte sind. Wir haben schon 76 Helium. Sind wir nicht gut? Also das sind Sachen, da muss ich einfach die Zeit verstreichen lassen. Das heißt, der braucht noch locker, da braucht er locker 2, 3, 4 Stunden für. Ja, und dann freut man sich, wenn man so eine Heliumzelle dann hat. Also das heißt, wir werden bis zum nächsten Mal einen Cutter bauen. Wir werden das Helium hoffentlich so weit haben, dass das auch läuft. Wenn es sein muss, lassen wir das Ding halt auch über Nacht jetzt dann laufen. Lassen wir halt nur einen Jungle Loader anmachen. Ist ja kein... Nein, da hinten habe ich noch keinen. Also das heißt, das Jungle Loader System auch noch ausweiten. Ich freue mich. Ich freue mich einfach massiv. Was wir alles heute nicht geschafft haben. Ja, dann bin ich jetzt eine Runde leicht gefrustet. Wie gesagt, wollte ich eigentlich einen HV Energy Hedge bauen. Ich muss jetzt mal, das war doch ein Muffler, ne, da oben drauf. Da brauche ich Large Stainless Steel Fluid Pipe, da brauche ich einen Maschinencasing, einen Dreier und einen Motor. Das geht noch.
Das geht noch. Also das werden wir uns alles aufbauen. Den EPF werden wir auch uns hinstellen. Ich vermute mal so morgen. Bis dahin könnte das Helium durch sein. Ja. Und ja. Dann gibt es nur noch zu sagen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Natürlich auch, um den Algorithmus anzukurbeln. Und dann gibt es nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.